Ich glaube, ich habe schon des Öfteren jetzt gesagt, dass ich ein sehr gutes Verhältnis mit dem Trainer habe, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Und vor allem nach dem Union-Spiel hat der Trainer mir auch gut zugeredet, meinte, Papa, du hast 115 Ballkontakte gehabt, wenn einer davon schief geht, der dann passiert. Das ist natürlich nicht geil für uns, aber im Grunde ist es der Sport. Und also von ihm habe ich immer 100% Rückendeckung und ich glaube, das habe ich jetzt auch die letzten beiden Spiele dazu gezeigt. Marvin ist ein super Torwart, ein super Charakter. Der vor allem fußballerisch auch richtig gut ist und ich glaube, das tut uns gut auch. Ich glaube, keiner hat ein schlechtes Gefühl mehr, als er hinten im Tor stand und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und dann hat er noch ein richtig gutes Derby gespielt. Ich hatte es riesig gefreut, dass er endlich sein Bundesliga-Debüt feiern konnte und hat er sich verdient auf jeden Fall.